Es ist Donnerstag, der 28. Oktober. Ich begrüße euch herzlich mit Jeremia 31,13. Ich will ihr Trauern in Freude verwandeln. Innova fert animus mutatas dicere formas corpora dicep disnam vos mutastis et illas ante marete racque et quotegit omnia calum unum eratoto nature voltus in orbe quem dixere chaos rudis indigestaque voles. Nett, nicht wahr? Das ist die erste Metamorphose vom Ovid. Metamorphose, das war ein Gedicht bei den Römern von der Umwandlung, wie sich etwas umwandelt, wie sich etwas verändert. Eben, wir haben jetzt hier, die Trauer wird verwandelt, eine regelrechte Verwandlung zu Freude. Da muss man sagen, es ist nicht nur eine Laune, die etwas ändert, sondern es ist etwas sehr Grundsätzliches. Und der Ovid hat bei seinen Metamorphosen sehr interessanterweise die Geschichte, die wir ja in der Bibel haben, die zuerst Chaos war und nachher hat Gott alles geordnet zu einer schönen Welt, das hat er dichterisch eingefangen, es vorher ein bisschen latinisch probiert wiederzugeben. Und da sieht man schon, bei den alten Römern war das immer noch ein Stück vom Grundwissen gewesen, wie der ganze Menschheit, dass Gott einst aus dem Chaos hat eine Ordnung geschaffen. Eine Metamorphose hat es nicht nur am Anfang gegeben, im Schöpfungsbericht und eben auch später in den sogenannten Sagen der Völker, sondern jetzt haben wir gerade eine erlebt, sehr eindrückliche Metamorphose. Das erste Mal hat sich die Bergwelt wieder eingekleidet, wo wir heute Morgen rausgeschaut haben. Kurz vor dem Frühgebet habe ich das gesehen, einfach wie es angeschneit hatte, alles zusammen plötzlich weiss. Ganz ein ungewohnter Anblick, nachdem wir so einen schönen Altweibersommer hatten, oder Indian Summer, wie man sagt, wo es schier nicht aufgehört Sommer sein, plötzlich einfach auf ein Brett ist die Welt verwandelt. Die Bergwelt erinnert einem schon an Winter, der reinbricht. Eine Metamorphose ist natürlich mehr als nur so eine Schwankung. Mal hat man einen guten Tag, nachher morgen hat es dann wieder ein bisschen Nebel. Dann bin ich dann wieder ein bisschen im Loch Hunger. Es ist schon mehr wieder das, wo man sagt, jemand ist manisch-depressiv, oder es ihm wirklich eine halbe Saison lang sehr gut geht, wo er auf dem Top ist von seinen Leistungen und nachher aber saust er ins Loch runter. Wer das hat miterlebt, der weiss, wie traumatisch das ist, was für ein Horror, wenn man das miterleben muss, wo man nie weiss, wann kehrt es dann wieder komplett. Metamorphose heisst auch nicht eine Saison, wo man weiss, ah ja, jetzt kommt der Winter, nicht wahr? Heute sind die Berge das erste Mal überzuckert. Wir wissen mit Sicherheit, dass er kommt. Nachher kommt ja auch wieder der Frühling. Nein, eine Metamorphose heisst, man kommt in eine komplett andere Gestalt hinein. Es kommt wirklich eine grundlegende Verwandlung. Von dem redet Jeremia, von einer grundlegenden Umwandlung. Meta heisst, es kommt eine andere Dimension. Morphose heisst, die ganze Gestalt wird sich ändern. Das Aussehen bis in die ganze Gestalt des Menschen wird umgewandelt. Metamorphose, das sind nicht nur Sagen oder Theorien oder alte Geschichten, sondern das hier ist ein Haus von Metamorphose. Das gründet auf dieser Grunderfahrung. Das ist nämlich das Blaukreuzhaus hier in Escheried, wo man so eine schöne Aussicht hat. Das ist natürlich nicht wegen der Aussicht hier, sondern wegen dem Zweck, wo Leute, die früher kreuzblau waren, nachher durch das blaue Kreuz zu neuen Menschen geworden sind. Die wollen hier Geschichten erzählen. Was für traurige Jammergestalten zum Teil hier mal auftaucht sind und wie verändert, dass sie von hier auch wieder weg sind. Oder wenn sie Stabilisierungsferien hier gemacht haben, wie sie konsolidiert worden sind in dem Neuen, wo man merkt, es ist eben nicht nur ein Lohn. Und es ist auch nicht einfach, dass sich jemand vornimmt, jetzt trinken ein bisschen weniger. Sondern Gott hat so Personen komplett neu gemacht, von innen raus. Es ist wirklich eine Metamorphose. So einen Nachbar hatte ich. Wo ich muss sagen, kaum ein Wochenende, wo er nicht bei einem Anlass davon profitieren konnte, dass Alkohol ausgeschenkt wurde. Kaum ein Wochenende, wo er nicht jämmerlich auf seinem Töffel ist heimgefahren, eingesunken, niedergeschlagen und auch nicht mehr ganz gerade. Und kaum eine Montag, wo er nicht mit einem Kater in eine Woche einsteigen musste. All das über Jahr und Tag viel Gebet hat es gegeben um diesen Mann. Und jetzt ist er nach einer Bekehrung, die er gemacht hat, Teil von einer christlichen Gemeinde. Und ich muss sagen, wenn ich sehe, es ist wirklich jemand anders geworden. Das meint ja das, was Jeremia hier sagt. Gott schafft etwas Neues. Ein Mensch, der von Grund auf verändert ist. Er hat sich nicht nur vorgenommen, jetzt trinke ich ein bisschen weniger, sondern er lebt wirklich auf einem anderen Level, in einem anderen Niveau. Er hat eine andere, ganz viel mehr aufgestellte Ausstrahlung. Und da sehen wir,
was Gott für einen Ausblick hat. Durch Jeremia ist es vorausgesagt worden, ein Sättiges wird kommen, gäng mehr. Gott wird immer mehr eingreifen, Menschenleben umkrempeln, es wird eine Metamorphose geben, da und dort. Wir werden Zeugen davon sein. Ich wünsche euch einen gesegneten Tag.